Willkommen Freunde zu einem völlig neuen Video. Diesmal ein anderer Hintergrund, denn ich bin zu Hause und nicht im Office, Freunde. Ist klar, oberkörperfrei im Office wäre nicht so angebracht. Ich muss aber oberkörperfrei sein, denn es geht heute nicht um das Thema Haarausfall, sondern um die dauerhafte Haarentfernung beim Mann mit dem Laser. Ja, Freunde, und zwar habe ich mir die Haare auf dem ganzen Körper mit dem Laser jetzt ein zweites Mal entfernen lassen. Und ich möchte euch heute einen ehrlichen, objektiven und ausführlichen Erfahrungsbericht mitgeben. Ich würde gerne anfangen damit, warum ich das überhaupt gemacht habe. Dann werde ich euch von meiner ersten Behandlung erzählen und dann von meiner zweiten Behandlung, die ich vor kurzem hatte und wie es jetzt aussieht. Ich werde euch erzählen, ob es dauerhaft ist, ob es wirklich funktioniert, ob es weh tut und was überhaupt dauerhaft in diesem Kontext bedeutet, Freunde. Also es wird keine Frage mehr offen bleiben. Kurz erstmal dazu, warum habe ich mir die ganzen Haare am Körper per Laser entfernen lassen? Ganz einfach aus dem Grund, Freunde, weil sie mich gestört haben. Dieses Problem begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Das heißt, in der Kindheit, bereits in der Grundschule, hatte ich bereits Beinhaare, als alle anderen noch glatte Beine hatten. Ich war einer der Ersten, der Körperhaare hatte. Ich war einer der Ersten, der einen Schnurrbart hatte. Und dementsprechend wurde ich da auch diesbezüglich gehänselt, gemobbt. Und das war immer schon ein störender Faktor für mich. Ich wollte meine Körperhaare schon immer loswerden. Dann kam noch hinzu, dass meine Haare mit dem Alter immer dichter und dicker wurden. Ja? Und dass sie dann Brust und Bauch so dicht und dick waren, dass sie mich aber extrem gestört haben. Selbst wenn ich ein T-Shirt anhatte, hat man unter dem T-Shirt gesehen, dass ich Brust- und Bauchhaare habe. Dann kommt noch der Zeitfaktor mit rein und die Flexibilität, Freunde. Der Zeitfaktor ist natürlich erstmal, dass man vielleicht einmal die Woche sich die Haare am ganzen Körper entfernen muss, zumindest Bauch und Brust. Und es dauert. Es dauert einfach. Es ist ein Zeitfaktor, der nicht sein muss. Aber viel schlimmer ist dieser Spontanitäts- und Flexibilitätsfaktor, der da wegfällt, Freunde. Man kann nicht einfach, wenn die Freunde sagen, ey, habt ihr Bock ins Schwimmbad zu sagen, ey, komm, ich komm mit. Sondern man muss erstmal nach Hause sich den ganzen Körper rasieren, was dann locker mal 1-2 Stunden dauern kann und kann dann erst ins Schwimmbad, Freunde. Und am nächsten Tag hat man dann Stoppeln, die dann kratzen, dann beschwert sich die Freundin, warum der ganze Körper kratzt und so weiter und so fort. Alles in allem eine extrem lästige Angelegenheit. Das heißt, ich wurde in der Kindheit wegen meiner Körperbehaarung gemobbt, dann ist das ein riesen Zeitfaktor und es macht mich mega, mega, mega unspontan. Und das war der Grund, warum ich mich für die Haarentfernung am ganzen Körper entschieden habe. Warum ganzer Körper und nicht nur zum Beispiel Brust, Bauch, Rücken, sondern ich habe mir einfach gedacht, wenn ich jetzt mir die Haare am Körper entfernen lasse, dann am ganzen Körper, weil ich finde es einfach haarlos am allerschönsten. So entschied ich mich dann nicht von heute auf morgen, Freunde, wie ihr raushören könntet. Ich will diese dauerhafte Haarentfernung schon machen, seitdem ich wahrscheinlich 13, 14 oder sogar noch früher bin. Noch früher schon. Und habe dann mich irgendwann entschieden, die dauerhafte Haarentfernung zu machen. Irgendwann ist exakt vor genau 3 Monaten gewesen. War dann vor 3 Monaten bei meiner ersten Behandlung. Und ich kann euch eine Sache sagen. Es war extrem schmerzhaft. Und diesen Schmerz verspürte ich 3 Stunden lang. Ich habe geschrien. Ich habe geweint. Ich habe rumgebrüllt. Ich habe rumgekreischt. Es war heftig. Es war heftig. Aber es war es wert, Freunde. Denn es hat wirklich funktioniert. Ungefähr 2 Wochen nach meiner Behandlung war ich dann wirklich haarfrei, fast am ganzen Körper. Es gab Areale, wo noch ein paar Haare waren, ganz einfach aus dem Grund, weil er dann nicht drüber gegangen ist, weil ihr müsst euch vorstellen, deswegen dauert es auch 3 Stunden, er hat ein Lasergerät in der Hand, ja, und dieses Ding hat einen Durchmesser von vielleicht 1 Zentimeter und damit versucht er den ganzen Körper einmal zu bearbeiten. Ne, ist klar, es gibt Spots geben, die er vergisst und dafür gibt es dann die Nachkontrolle, die hatte ich dann auch circa 4 Wochen danach. Und dann hat er nochmal die Spots behandelt, die er vorher nicht getroffen hat. Und dann war ich wirklich 2 Wochen danach komplett haarfrei. Und dieses Haarfrei hat circa 4 Wochen gehalten. Und dann kamen die ersten Haare wieder. By the way, Freunde, denkt dran bitte, einmal das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Denn damit würdet ihr mich unterstützen und mich auch noch motivieren, damit ich weitere Videos für euch drehe. Und dann würde ich euch natürlich weiterhin bezüglich meiner dauerhaften Haarentfernungserfahrung auf dem Laufenden halten. Zurück aber zum Thema, die Haare, die dann zurückkamen nach der Behandlung, die waren dann viel feiner, Freunde. Das waren nicht mehr so diese kräftigen schwarzen Haare, die gekratzt haben, ja, sondern das waren dann ganz, ganz feine Haare, die zurückkamen. Dann habe ich die Haare natürlich auch nochmal rasiert und dann wurden die ein bisschen vorne ne, stumpfer, das heißt dann auch so ein bisschen spitzer, stumpfer. Ne? Ihr wisst, was ich meine, wenn man die Haare zum ersten Mal rasiert, dann wird es so ein bisschen borstiger. Das ist nicht, weil die Haare dicker werden, sondern
Die Spitze der Haare ist dann nicht mehr spitz, sondern abgeschnitten wurden, stumpf, und dementsprechend kratzen sie dann mehr und wirken dicker. So, wie auch immer, dann hatte ich meine zweite Behandlung vor 4 Wochen, Freunde. Hat diese Behandlung weniger wehgetan als die erste? Ja, sie hat weniger wehgetan, aber nicht viel weniger. Wenn wir uns vorstellen, dass die erste Behandlung einen Schmerzgrad von 100% hatte, dann hatte die zweite Behandlung nur noch einen Schmerzgrad von 90%. Es hat immer noch ordentlich wehgetan. Ich habe da immer noch gelegen und gezittert und rumgeschrien und rumgebrüllt, ja. Aber es war besser, ja, weil ich glaube, ich wusste auch, was auf mich zukommt, und ich habe das ja schon einmal überstanden, und alles in allem ging es einigermaßen diesmal. Aber es war immer noch schlimm. Ja, es war immer noch brutal, Freunde. Ganz klarer Fall. So, jetzt sind 4 Wochen vergangen und mein Körper ist wieder nahezu haarfrei. Aber nicht ganz haarfrei, Freunde, weil wie ihr sehen könnt, habe ich hier tatsächlich noch eine Menge Haare. Aber auch nur vereinzelt an Spots. Und das liegt daran einfach, weil er diese Spots nicht behandelt hat. Dafür gibt es dann die Nachkontrolle. Die werde ich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen dann wieder wahrnehmen. Und er wird dann nochmal diese Stellen behandeln. Und dann werde ich wieder eine gewisse Zeit lang komplett haarfrei sein. Ich erhoffe mir jetzt natürlich, dass ich länger haarfrei bleibe. Beim ersten Mal waren es circa 4 Wochen nach der Haarkontrolle, nach der Nachkontrolle. Und ich erhoffe mir, dass ich jetzt vielleicht 6 Wochen oder 8 Wochen nach der Haarkontrolle haarfrei bin immer noch und erst dann wieder zu einer Behandlung gehen muss. Und wichtig auch, es hat an bestimmten Arealen besser funktioniert und an bestimmten Arealen schlechter. Und das ist auch bei jedem so. Ja, ich habe mit ihm gesprochen, er sagt, an Beinen und Po funktioniert es bei jedem sehr gut. Und so war es auch, Beine und Po hatte ich bis wirklich zur Behandlung kaum Haare. Bauch, Brust, Schultern, Rücken, da kamen die Haare relativ schnell wieder. Es sei aber bei jedem so und sei hormonell bedingt und da könne man nichts machen. Aber mit jeder Behandlung würden die Haare länger wegbleiben. Und dauerhaft heißt in diesem Kontext, das ist auch jetzt ganz, ganz wichtig, das hat er mir auch geklärt, Freunde, dauerhaft heißt nicht für immer, dauerhaft heißt einfach nur einige Monate. Ja, wenn man mit den 5 Behandlungen fertig ist, dann ist man für eine gewisse Zeit lang dann wirklich haarfrei. Aber er hat mir auch ganz klar gesagt, ja, ich müsse das auch 2-mal im Jahr trotzdem machen, damit ich dann auch wirklich haarfrei mein Leben lang bleibe. Aber er hat auch gesagt, ja, und das habe ich auch gesehen bei jemand anderem, der das gemacht hat, dass das, auch wenn die Haare nachkommen, die Haare wieder nur vereinzelt an bestimmten Stellen und sehr fein rauskommen, sodass sie gar nicht stören und man sie ganz leicht wegrasieren kann, ohne die Nachteile zu haben, die ich vorher hatte, dass dann alles gekratzt, gejuckt hat und mega stachelig und ihr wisst, was ich meine war. Ne? Also alles in allem bin ich bis heute mega zufrieden, bereue, dass ich es nicht schon früher gemacht habe, weil es wirklich ein mega, nicht mehr so viele Haare auf dem Körper zu haben, beziehungsweise fast gar keine Haare auf dem Körper zu haben. Ich würde es immer wieder tun. Das ist etwas, was ich mein ganzes Leben lang tun werde. Und ich werde euch jetzt auch auf jeden Fall auf diese Reise mitnehmen, Freunde. Abonniert den Kanal, liked das Video und dann halte ich euch diesbezüglich immer weiter auf dem Laufenden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.